Hey Gothic-Freunde, ich scroll heute so ein bisschen durch YouTube, was sehen meine müden Äuglein da noch? Spät am Abend ein neues Video von der GameStar. Und da geht's um Pithead Studio und Piranha Bytes im Allgemeinen. Nämlich alle neuen Spiele von Piranha Bytes von Gothic bis Elex. Sind's nicht eigentlich 8 Spiele? Meine ich mich zu erinnern? Na, wir sehen es ja gleich. Und die geben höchstwahrscheinlich Kommentare zu jedem einzelnen Spiel ab und was vielleicht während der Entwicklung gelaufen ist. Und da dachte ich mir als guter alter Gothic-Veteran, ey, ich lasse da auch mal so meine Kommentare dazu da. Und deswegen das Reaction-Video. Ich habe ja zu Farewell Piranha Bytes im Video von Pithead Studio, wo Björn und Janik Pankratz so ein bisschen was drüber gesagt haben. Ja, was war damals eigentlich bei Piranha Bytes los? Da habe ich auch so ein paar Kommentare zugelassen. Wen das interessiert, der kann sich es im Nachgang noch angucken. Ansonsten starten wir direkt ins Video. Schön. Vor allen Dingen mit dem Elex-Poster. Toll. Piranha Bytes, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. Jenny und Björn Pankratz haben mit Pithead Studios eine neue Firma gegründet. Die Büros in Essen stehen leer. Es hat sich zwar die letzten Wochen und Monate abgezeichnet, dennoch ist das Aus eines der bekanntesten deutschen Entwickler bedauerlich. Piranha Bytes etablierte im Rollenspielgenre einen eigenen kantigen Stil und ist mit seinen Titeln vor allem im deutschen und osteuropäischen Raum unglaublich beliebt. Ja, vor allem Polen, ja. Liebt. 9 Spiele hat das Studio in über... So, 9. Ich habe 8 gesagt, ne? Gothic 1, Gothic 2, ja, die haben die Nacht des Raben als Extraspiel gezählt. Okay, kann man machen, aber ist ja ein Add-on, ne? Seit wann wird ein Add-on als Extraspiel gezählt? Aber, naja, gut. Über 20 Jahren auf den Markt gebracht. Genau diese 9 Titel schauen wir uns in diesem Video noch einmal an und schwelgen ein wenig in Erinnerung. Da auch mit dem Taschenrechner und aufgenommen. Dabei sind wir nicht allein, sondern haben uns Björn und Jenny für die ein oder andere Anekdote dazugeholt. Björn war von Anfang an bei Piranha Bytes dabei, Jenny stieß ab Risen zum Team dazu. Der meinte gerade, Björn wäre von Anfang an dabei gewesen. Björn ist kein Gründungsmitglied. Entgegen dem, was immer behauptet wird. Die Gründer sind 4 Leute, wo auch Mike Hoge dazugehört und noch 3 andere. Lässt sich in sämtlichen Quellen nachlesen. Piranha Bytes startet direkt mit einem wegweisenden Spiel. Gothic setzt nicht nur frische Akzente im Rollenspielbereich, es gibt auch maßgeblich die Richtung vor, die der Entwickler in den nächsten 20 Jahren gehen wird. Wir landen als namenloser Held in einem Anfang der 2000er grafisch durchaus opulenten Fantasy-Gefängnis, inklusive magischer Barriere. Der Plan ist simpel, wir wollen wieder raus. Aber dafür müssen wir erst einmal in die entstandene Gesellschaft der Strafkolonie eintauchen. Wir erkunden die unbarmherzige Welt voller kerniger Typen und müssen uns in eines von 3 Lagern integrieren. Ins alte Lager, ins neue Lager oder ins Sumpflager. Die Entscheidung für ein... Ach, was für ein schöner Übergang, oder? Eine von 3 Fraktionen wird über Gothic hinaus zum Kern. Und dann erstmal die Gespräche mit Diego, es gibt mein Anzeichen Kind. Für Piranha Bytes. Aber wie ist diese Gameplay-Idee überhaupt entstanden? Wir haben... Willkommen im Day. Wir haben Werbung. Wenn du spielen willst, spielen. Dann... Ich musste gerade mal die Werbung skippen, sorry. Wir haben mit sehr vielen Abteilungen an einem Konzept gearbeitet, mit einem Monstrum unter der Welt, mit einer Gesellschaftsstruktur, mit mehreren, Charakterklassen, die immer neben der eigentlichen klassischen Charakterklasse ist. Das heißt also Magier, Kämpfer und Dieb, Mechaniker, irgendwas, ja. Und die waren immer irgendwo dazwischen. Und irgendwo mussten die dann ja auch sein. Ne? Und so sind dann sozusagen die Lager entstanden. Und der Schmelztiegel, das alte Lager, war im Grunde genommen genau das, wo sich alle getroffen haben, wo auch alle drin vorkamen. Und dann gab es halt verschiedene Setting-Arten, die wir ausprobiert haben. Bei Gothic 2 später sogar mit Schnee und so weiter. Und dann also Sumpf zu sumpfig. Das neue Lager mehr so felsig und so hat sich das mit diesen Lagern irgendwie ergeben. Generell. Mir kommt so vor, als würde jemand sprechen, der das Spiel nicht wirklich mitentwickelt hat. So. Ich meine, ich könnte so viel erzählen, ne? Banditenlager, Söldner, Wassermagier kam zum Beispiel im alten Lager gar nicht vor, entgegen der Aussage von gerade eben. Und ja, das alte Lager, ich hätte nicht mal gesagt, das sind Schmelztiegel für alle, weil das Sumpflager war ja nur da, um Sumpfkraut zu verticken und neue Leute abzuwerben, ne? So untergründig, ne? Oder beziehungsweise zum Sumpflager zu führen, was man ja auch teilweise mitbekommen hat durch Balparvis. Und im neuen Lager, ich meine, da hat man niemanden vom alten Lager gesehen, noch vom Sumpflager waren auch wieder ein paar Händler da.
Also könnte man das neue Lager auch so ein bisschen als Schmelzziegel betrachten. Nur weil beim alten Lager zwei vom neuen Lager waren, nämlich Karim, der ein Kämpfer war und sehr gereizt reagiert, wenn man ihm sagt, dass er nur da ist, um Gomez in den Arsch zu kriechen. Und genauso wie Mordrak. Aber Taurus will den ja weghaben, ne? So ein bisschen. Also ich finde eher, das war nicht ein Schmelzziegel, sondern eher sowas, man hat da so ein Gefühl dafür bekommen, okay, wie war das alte Lager drauf? Und das hat's geduldet. Das ist die Sektenspinne, weil Gomez ja ein bisschen verrückt nach den harzigen Stängeln war, da gehandelt hat. Aber beim neuen Lager, die wollten sie eigentlich weghaben. Und nur wegen der Magier, wurden die zwei Typen da geduldet. Ne? Erfährt man ja auch so ein bisschen von Taurus, wenn man die Quest annimmt. Ja. Schnell haben die noch jungen Entwickler nichts dem Zufall überlassen und über 3 Jahre lang am ersten Gothic geschraubt. Der Aufbau der Welt, die Führung durch eben diese Region, die Vernetzung von Gameplay-Mechaniken und den Menschen in der Kolonie, wie etwa beim Aufleveln, wurden möglichst genau erdacht und verfeinert. Kehrseite der Medaille, viele, viele Überstunden. Es war sehr aufreibend für alle. Das heißt, dass man tatsächlich mit einem kleinen Team irgendwie sehr viel machen musste und man sich da auch sehr aufgerieben hat. Also man brannte aus, ne? So, das ist so das Ding, woran ich mich am meisten erinnern kann in der Zeit. Außerdem war die Steuer. Die haben das immer den Crunch genannt, ne, in sämtlichen Interviews. Und das ist wirklich krass, ne? Das will ich mir gar nicht vorstellen, so als Programmierer in Überstunden arbeiten zu müssen, nur damit das Spiel zu dieser Deadline fertig wird und da dürfen auch möglichst keine Bugs mehr drin sein. Also da wirklich Chapeau, was die Jungs auf die Beine damals gestellt haben, es war irre, wirklich, es war wirklich irre. Und dann noch so ein gutes Spiel zu produzieren, wirklich geil. Steuerung mit einem reinen Tastaturfokus gewöhnungsbedürftig. Und technisch brachte das Spiel viele PCs der damaligen Zeit zum Schwitzen. Und selbst wenn Gothic startete, war es bei weitem nicht bug- oder fehlerfrei. Dennoch legt direkt das erste Spiel fest, wofür die Entwickler aus dem Ruhrgebiet künftig stehen. Eine glaubhaft gebaute Welt, kernige Sprüche, klassische Rollenspieltugenden und möglichst viele Freiheiten auf dem Weg zum Spielende. Da haben wir irgendwie den Nerv der Zeit getroffen und haben auch sehr viel Glück gehabt damit, mit diesem Konzept, was wir dann auch später immer wieder weiter verfeinert oder verändert haben. Das ist nicht selbstverständlich und da sind wir sehr froh darüber, dass das so ist. Was meint er denn damit? Immer weiter verfeinert und verändert? Also verfeinert, ja. Den Sprung von Gothic 1 zu 2 fand ich wirklich verfeinert, weil die haben viele Fehler, die Gothic 1 hatte, durchaus ausgemerzt. Und ich muss einen Pankratz lassen, so viel Kritik, wie der Mann momentan bekommt. Das Add-on, die Nacht des Raben, hat er super hinbekommen, wirklich. Ich habe es zwar mittlerweile für mich tot gespielt, weil ich es in den Let's Plays zu oft gespielt habe, aber es war ja unter seiner Feder. Und das hat er super hinbekommen. Da hat er sich super ausgelebt, hat geile Ideen gehabt und fand ich schön. Da hat er gute Arbeit geleistet. Was danach allerdings verfeinert und verändert wurde, nach Risen 1, sage ich mal, also ab Risen 2 und 3, war nicht mehr so geil, wirklich. Risen 1 war noch eine frische, geile Idee nach dem fatalen Start von Gothic 3, was er literally unspielbar war, was dann die Community fixen musste. Aber das Verfeinern und Verändern nach Risen 1 war dann, Piratenstory. Ich meine, Fluch der Karibik wollte ich nicht als Rollenspiel spielen. Nur ein knappes Jahr später erscheint Gothic 2, das mit jeder virtuellen Faser schreit, ich bin eine klassische Fortsetzung. Der Nachfolger ist größer. Mein Lieblingstitel. War ausgereifter und besser als der Vorgänger und entsteht auch noch in Rekordzeit. Dafür hatten wir nur 11 Monate. Das ist eine Sache, die nicht viele Menschen wissen, aber Gothic 2, wir hatten nicht viel Zeit. Wir haben zwar auf der Technik aufgebaut und teilweise auch auf ein paar Assets und so, aber wir haben auch sehr viel Neues bauen müssen. Das heißt, wir haben bis beide Hände im Morast gewühlt, um dieses Spiel fertig zu kriegen. Also das war schon echt krass. Im Nachfolger haben dafür haben sie echt ein geiles Spiel geschaffen, muss ich sagen. Also, dass man es nochmal, also von der reinen Technik, besser als Gothic 1 hinbekommt. Story lässt sich streiten. Viele fanden Gothic 1 besser aufgrund der Barriere und des Gefängnissettings, was ich sehr gut verstehen kann. Ich habe Gothic 1 auch mittlerweile sehr, sehr lieben gelernt. Ich liebe das Spiel wirklich. Es ist so entspannt zu spielen, wirklich. Und Gothic 2 ist halt eine ganze Menge mehr an Quests und Informationen und.
ja, muss mal der Typ dafür sein, ne? So, aber beide Spiele sind absolut geniale Spiele, die ihrer Zeit voraus waren, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Und dafür 11 Monate, Riesendaumen nach oben. Haben wir zwar die Strafkolonie überlebt, müssen nun aber neue zerstrittene Fraktionen vereinen. Denn Drachen sind auf dem Vormarsch und... Drachen? Nur zusammen haben wir eine Chance gegen die Echsen. Naja, und mit einem magischen Artefakt. Erneut erfüllen wir zahlreiche Quests, erkunden eine von Hand gebaute Open World und schließen uns einer von 3 Fraktionen an. Nur heißen sie dieses Mal Miliz, Söldner und Novizen. Die Verbesserungen liegen... Was macht denn Silvio da eigentlich auf Onas Platz? Ja. Neben der schieren Größe... Ja, guck mal, Quelle, die beste Gilde, Enno2Go. Enno2Go, Kollege, YouTube-Kollege, mach coole Videos. Im Detail. Die Steuerung ist angenehmer, weil wir zum Aufsammeln etwa nicht mehr 3 Tasten gleichzeitig drücken, die Menüs sind aufgeräumter und das Pacing noch besser. Das heißt, das ist einfach immer wieder irgendwas Neues in einem sehr guten Tempo zu entdecken und das hält den Spieler irgendwie dabei, das Ding nicht aus der Hand legen zu wollen. Das funktioniert einfach wunderbar in der Gothic-Welt. Bis heute. Ja, in Elex hat es dann nicht mehr funktioniert. Aber das war wirklich der, nicht der große Vorteil, das große Plus an Gothic, dass es so einen hohen Wiederspielwert hatte. Ne? Du hattest nicht nur die 3 Gilden, sondern die vielen Möglichkeiten, wie du das Spiel durchspielen kannst. Und das war schon echt irre. Also wirklich, das hatte tatsächlich kaum Spiel davor so geboten. Heute gilt Gothic 2 als absoluter Fanliebling, weil es die Schwächen des Vorgängers ausbügelt und uns immer wieder eine interessante Karotte vor die Nase hält. Dabei war der große europäische Erfolg der Rollenspielreihe gar nicht so selbstverständlich, wie es aus heutiger Sicht scheint. Also wir haben da gesessen und haben dieses Gothic 2 fertig gemacht und hatten das Gefühl, na hoffentlich kriegen wir da noch irgendwie eine 70% für oder so, ja. Weil wir nicht so wirklich davon überzeugt waren, dass wir da was Neues, Tolles geschaffen hatten. Ja? Aber das hat sich dann sehr schnell als Fehleinschätzung rausgestellt. Und dann haben wir da irgendwie das da nicht mit gerechnet, mit diesem Erfolg. Da waren wir völlig baff, so, dass die Menschen das tatsächlich annehmen und auch toll finden. Weil Gothic 1 war gar nicht so erfolgreich, so was die Zahlen angeht, also Verkaufszahlen und so weiter. Das kam erst alles später, das kam alles irgendwie so nach und nach. Und rückblickend ist das so, ja Gott sei Dank haben wir da nochmal irgendwie was erschaffen, warum wir weitermachen können. So, so ist man, glaube ich, als Entwickler unterwegs. Piranha? Aber muss ich echt sagen, finde ich mal schön, seine Einschätzung von damals zu hören, weil ist ja echt cool, da schwingt ja noch ein Gefühl mit, ne? Und es ist wirklich krass, dass sie dachten, dass es nicht wirkt oder dass Gothic 2 ein Reinfall wird eventuell. Bei Gothic 3 haben sie es wahrscheinlich dann nicht gedacht. Dann kam es raus. Große Überraschung, da will ich gleich die Worte dazu hören. Aber krass, wirklich. Ja, bald baute sich aber vor allem mit den ersten beiden Gothic-Spielen eine bis heute leidenschaftlich aktive Community auf. In Foren tauschen sich Fans aus, finden sich zu Mods zusammen und bauen auf Basis der Engine sogar komplett neue Kampagnen zusammen. Oder lassen das gesamte erste Spiel in der Unreal Engine laufen und ermöglichen so noch mehr Mods und Projekte. Ist es immer noch? Nee, das ist nicht mehr Unreal Engine, ne? Habt ihr es gespielt, Gothic 1 in Unreal Engine? Könnt mir gerne mal Kommentare dazu dalassen, was ihr davon haltet. 9 Monate später erscheint 2003 die Erweiterung Die Nacht des Raben fürs zweite Gothic. Die entwickelt Piranha Bytes erneut in Rekordzeit, nämlich in knapp 6 Monaten. Das Add-on bereichert die Insel Korinus aus Teil 2 um eine weitere Geschichte und eine völlig neue Welt, inklusive Canyon, antiken Anlagen und Piratenlager. Die Nacht des Raben dreht sich um den aus Teil 1 bekannten Schurken Raven, der nach einem uralten Artefakt sucht und wir sollen ihn logischerweise daran hindern. Auch wenn die Story losgelöst vom Hauptspiel funktioniert, webt das Add-on seine Inhalte ins Hauptspiel ein, so wie es From Software beispielsweise heutzutage ebenfalls tut. Direkt zu Beginn treffen wir den aus der Strafkolonie bekannten Cavalorn, der zum Ring des Wassers gehört. Für diese Truppe erledigen wir nach und nach Aufgaben, bis wir dann endlich in der komplett neuen Welt des Add-ons landen. Aber warum starten wir die neue Geschichte nicht direkt und müssen den Umweg über die normale Kampagne nehmen? Also die Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt ein Add-on oder Add-in bei Gothic 2 machen konnte, war die technische Limitation, dass die Welt da sein muss.
Und das ist im Grunde genommen die Voraussetzung war, den zweiten Teil zu haben und so ein Standalone dahin zu machen, wo man alles nochmal macht. Das war auch aufgrund des Plattenplatzes und so. Das Ding durfte nicht mehr haben als 500 Megabyte oder irgend sowas. Ja, es gab super krasse Auflagen, die wir gekriegt haben noch, ne, weil es musste ja in den Laden und so und durfte nicht zu teuer sein, weil ist ja nur ein Add-on. Und dann gab es die Limitation, dass man das reinweben musste. Boah, der Musikübergang, erstmal erschrocken hier. Aber geil, wirklich. Also vor allem 500 MB, wie wenig das in heutiger Zeit ist. Ne? Lad dir mal Call of Duty runter, da hast du dir gleich 200 GB voll auf der Festplatte. Oder Ark Survival Evolved. Ich habe das früher mal gespielt, jetzt wollte ich ein Update machen. Ja, auch über 100 GB, da dachte ich, seid ihr doof oder was? Nach dem riesigen Erfolg von Gothic 2 samt Add-on soll es wie bislang weitergehen. Gothic 3 soll größer, ausgereifter und besser als alles zuvor werden. Mit Teil 3 will Publisher Joe zudem endlich außerhalb von Europa mit der Marke auftrumpfen und in Konkurrenz zur Elder Scrolls-Reihe treten. Doch ja, die guten HD-Videos von Gothic 3. Das Ende vom Lied sehen wir hier. Ja gut, da ist halt das eine oder andere Objekt falsch in die Welt gesetzt. Was soll's? Da fahre ich doch gleich wieder weg. Oh! Dieses Video, da gab, ja, GameStar-Bug-Video zu Gothic 3. Da hat die GameStar wirklich was Geiles gezaubert. Das ist eins der legendärsten Videos, die jemals rausgebracht haben. Meiner Meinung nach. Wirklich so geil geworden. Ihr müsst es euch nochmal angucken. Bitte tut's. Gothic 3 erscheint... Ich verlink's sogar extra. ...zu früh und völlig unfertig. Die große Schlacht zwischen Menschen und Orks, die die Serie seit dem ersten Teil andeutet, verkommt im fertigen Spiel zu einer Mischung aus Bugs und unausgereiften Mechaniken. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Dabei steckt in dem Release-Debakel immer noch... Die arme Sau. Auch ein tolles Rollenspiel, was Piranha Bytes sogar die GameStar-Auszeichnung als Spiel des Jahres beschert. Erneut trumpft Gothic mit einer stimmungsvollen Open World auf. Im Vergleich mit der Konkurrenz aus Amerika besticht Teil 3 mit einer sehr organisch wirkenden Welt. Ich muss aber sagen, dieses mit der Verstärkung holen, da ist Lester echt nicht gut mit weggekommen und das ist so ein Running Gag in der Gothic-Community geworden. Schön, dass sie es nochmal mit eingebaut haben, wirklich. Innerhalb der Gothic-Serie gibt Teil 3 sogar völlig neue Impulse. Erstmals folgen wir der Geschichte nicht linear von A nach B, wir schließen uns auch nicht mehr direkt einer bestimmten Fraktion an, sondern arbeiten für alle, wenn wir das... Und das war das Problem von Gothic 3, fand ich. Du hast für alle gearbeitet und vor allem für die Orks. Ich hatte mal ein Video davon gemacht, ein alternatives Gothic 3 zu haben mit einer alternativen Story und auch alternativen Anfang und allem und wie sich das Spiel halt so ein bisschen spielen lässt. Und das hat den Zuschauern auch sehr gefallen, diese Idee. Ich fand halt sehr doof, dass man für die Orks arbeitet, weil du warst ja in Gothic 1 und 2 immer gegen Belial und hast auch gegen dessen Diener gekämpft. Also die Orks, die Dämonen, was weiß ich, was da noch dran hing. Und hast du dann in Gothic 3 immer die Möglichkeit gehabt, dich plötzlich denen anzuschließen und das hat mir gar nicht gefallen. Und am Ende für Belial hast du dann auch wieder alle umgebracht und sowas und zwar so ein Wirrwarr und ich dachte mir so, warum konnte man nicht einfach wieder der Held sein, der wieder ein erwählter Innos war oder Adanos oder was auch immer, aber nicht Belials und dann, ja, wie das Böse vertreibt. Ein für alle Mal, dass auch das Mittelland davon befreit ist, weil darum ging es ja in Gothic 2 die ganze Zeit. Ja, der König kämpft gegen die Orks und alles. Und dann macht man es da noch und da ist man fertig. Story zu Ende. Eine schöne Trilogie geschaffen. Wie in Herr der Ringe praktisch mit dem Ring, der dann ins Feuer im Schicksalsberg geworfen wurde. Und dann hat sich's mit Saurons Armee ein für alle Mal. Das wollen. Es steht uns. Und da hätte man es mit dem letzten Belial-Tempel so machen können, weil es gab ja noch einen. Ne? Irdorath war der vorletzte und dann gab es ja eventuell noch einen. Und die haben sich ja immer versteckt, die Belial-Tempel, bis sie dann irgendwann wieder rauskamen, um dann wieder erneut Truppen auszusenden und. Uns von Anfang an die gesamte Welt offen und wir suchen uns unseren ganz persönlichen Pfad zum Finale. Als Vorbild haben wir uns Fallout genommen. Und zwar Fallout 1. Du kannst Fallout 1 so spielen, wenn du genug Skills hast, um den Endgegner platt zu machen, musst du eigentlich nur aus deiner Vault raus, den Wasserchip nehmen und wieder nach Hause. Das funktioniert da so. Und alles, was du auf dem Weg da hast, das hilft dir nur, deine Mission zu vereinfachen. Ne? Breath of the Wild ist auch ähnlich gestrickt. Das ist halt sehr objektorientiert. Ne? Das heißt also, du brauchst nur ein Objekt, musst es dann nach Hause bringen und dann ist das Spiel fertig. Das ist das Gegenteil von linear. Man konnte in Gothic 3 auch jeden töten.
Egal ob Hauptcharakter oder nicht, du konntest alles platt machen. Sogar Xardas, ja. Insbesondere. Und das fand ich so schlimm. Du hast halt irgendwie mit allem gebrochen, was die Vorspiele hatten. Du hast was Neues ausprobiert, wogegen man ja jetzt nicht unbedingt immer sein muss, weil Neues kann ja auch frischen Wind reinbringen. Vor allem die Gesichtsausdrücke. Das fand ich, hat so ein bisschen kaputt gemacht. Auch allgemein so Charakter einfach so tötbar zu machen, da bricht mir in der Seele immer so ein bisschen was weg. Ja, plötzlich ist Xardas, der alte Opa, tot. So, der einen durch die ganzen Spiele mit der Stimme von Bodo Henkel begleitet hat. Wirklich super Synchronsprecher. Geile Arbeit, das wird mir immer in Erinnerung so bleiben. Und dann in 3 kannst du einfach umbringen. Toll, danke. Noch bei Gothic 3 greifen die Fans Piranha Bytes ordentlich unter die Arme. Denn das Studio kann das Spiel nach etlichen Patches nicht weiter verbessern. Ja. Die Entwickler und Publisher Jowatt trennen sich nämlich 2007 und lassen Gothic 3 unvollendet zurück. Die Community bügelt bis 2014 zahlreiche Bugs aus und macht das Rollenspiel zu dem... Bis 2024, meint ihr? ...was es von Anfang an hätte sein sollen. Danach war mit Gothic für Piranha Bytes Schluss. 2008 gab es zwar noch die offizielle Erweiterung Götterdämmerung, aber damit hatte das Team schon nichts mehr zu tun. Und auch der nächste Serienteil Arcania, Gothic 4, kam von einem anderen Studio, nämlich von den Desperados-Erfindern vom inzwischen aufgelösten deutschen Studio Spellbound Entertainment. Doch das Ende für Gothic lag nicht nur daran, dass Piranha Bytes nach der Trennung von Jowatt schlicht nicht mehr die Lizenz für die eigens erfundene Marke hatte. Wenn du 3 Projekte hintereinander im selben Universum machst, das haben wir danach auch nochmal gemacht, dann wird man ein bisschen sauer. Das ist so wie der Muskel, der wird dann irgendwann sauer und träge, da muss irgendwie ein frischer Wind rein. Das heißt, wir hätten sicherlich noch weiter gemacht, ja. Hat dann nicht mehr so geklappt. Aber es war zu der Zeit auf jeden Fall auch eine rechtliche Frage, ob wir überhaupt dürfen oder nicht. Mhm. Und es war die Frage danach, ob wir nicht mal was Neues ausprobieren. Ja, generell war ja die Idee mit Risen nicht schlecht. Die initiale Idee mit Elex war auch nicht schlecht. Ich möchte es tatsächlich auch absolut nicht schlecht reden, sondern halt wie damit weiter gehandhabt wurde, fand ich immer, war eine schlechte Entscheidung, weil man hat immer wieder Neues probiert und immer wieder aus vielen verschiedenen Spielen das Beste versucht zusammenzumixen auf einer älteren Engine oder alten Engine und hat sich auch konsequent geweigert, diese Engine zu updaten. Und dass das einfach einen Wurstsalat ergibt, ich meine, das hat man am besten in Elex 2 mit den Gesichtern gesehen und etlichen anderen Sachen, ne? Dialoge. Uff. Dafür kann die Engine nichts. Nein, dafür können die Writer dann was. Die Lizenz ist weg, aber ans Aufhören denkt Piranha Bytes Mitte der 2000er noch lange nicht. Nach den vielen Problemen in der riesigen Open World will das Studio wieder kleinere Brötchen backen. Oder kleinere Wildschweine jagen gehen, wobei das geht ja auch nicht, das war ja Gothic. Piranha Bytes steht vor einem Problem. Dem Kerngameplay will man treu bleiben, aber die ganzen Bezeichnungen für Gegner und Fraktionen müssen neu sein. Immerhin soll das kommende Rollenspiel Risen ja auch ein Neustart sein. Die Nähe zur alten Gothic-Marke mit dann ganz minimal veränderten Namen ist aber teils schon etwas absurd. Wir haben uns seinerzeit die Entwicklung des RPGs ungefähr so vorgestellt. Ich habe mich da vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Als ich gesagt habe, mal was anderes machen, da meinte ich schon was mit einer offenen Spielwelt und einem namenlosen Helden, der sich mehreren Fraktionen anschließen kann und am Ende... Warte mal, ist das Petra Schmitz? Ist sie nicht schon längst raus? Ist ein altes Video, ne? Und so alte böse Wiesen kämpft. Und natürlich brauchen wir Xardas. Ja, aber der passt doch da dann überhaupt nicht rein. Oh, dann gib ihm halt einen anderen Namen. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Wir haben sehr darüber gelacht, wie nah dran das eigentlich an der Realität ist. Also das war wirklich zum Schießen. Wir benutzen die teilweise heute noch, wenn wir Vorträge machen, dann benutzen wir diese GameStar-Reportage, um ein bisschen zu verdeutlichen, manchmal wie absurd Zusammenhänge sind und dass das auch so ein paar lustige Anekdoten da hat. Ne? Denn im Grunde genommen hatte Risen den Auftrag, kompakter zu sein, dichter zu sein, kleiner zu sein als Gothic 3, damit uns das auf gar keinen Fall passiert, dass wir nicht fertig werden mit dem Spiel.
In Risen geht es wieder auf eine kleinere Insel, die Geschichte verläuft wieder linearer und erstmals erscheint ein Piranha-Bytes-Spiel fast ohne Bugs zum Release. Dafür wirkt es erstmals für seine Zeit grafisch etwas angestaubt, vor allem durch die steifen Animationen. Die kleinere Open World, die technisch saubere Umsetzung, Xbox 360-Fassung mal außen vor, und die immer noch spannenden Entscheidungen zwischen verschiedenen Fraktionen sind ein voller Erfolg. Risen verkauft sich bis Dezember 2009 mehr als... Ich muss auch sagen, ja, die Animationen waren damals steif. Und auch ein bisschen komisch. Auch die Charaktermodelle fand ich ein bisschen weird gebaut, weil irgendwie sah jeder irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen deformiert aus, fand ich. Auch viele, ich sag mal, übergewichtige Charaktere oder die ein bisschen muskulöser erscheinen sollten, die sahen auch immer völlig deformiert aus, ja. Und Frauen generell auch. Aber es ist nicht schlecht gealtert, das muss man noch dazu sagen. Auch die Animationen nicht, die sind irgendwie immer auf einem Level geblieben. Ganz komisch, aber das hat auch nur Risen geschafft in meinen Augen. Als 100.000 Mal in Deutschland und macht Entwickler und den neuen Publisher Deep Silver sehr, sehr glücklich. Mit Risen 2 greift Piranha Bytes 2012 dann eine Idee wieder auf, die irgendwie schon immer in den bisherigen Spielen herumgeisterte. Piraten. Mit Dark Waters wandelt sich die Risen-Reihe in eine waschechte Piratenfantasie, inklusive Voodoo und schmutziger Kämpfe. Ja, hat man ja schon ein bisschen an Yaken da gemerkt, ne, dass der Fable für Piraten da war. Dass das hin und wieder an Monkey Island erinnert, ist übrigens kein Zufall. Wir haben ja tatsächlich für Risen 2 dann ja auch später noch DLCs gemacht. Da konnte ich so eine, also ich bin halt unglaublicher Monkey Island-Fan. Und deswegen mag ich immer so ein bisschen den Weg hin zum Adventure-lastigen. Und ein Rollenspiel ist ja nun mal anders aufgebaut als ein Adventure und die Aufgaben auch. Aber so ein bisschen was an Rätseln, an wie kommst du denn hier rein und löse ein Türrätsel und solche Sachen. Diese kleinen Adventure-Hints, so, das war dann etwas, das ich mir auf die Fahnen geschrieben hatte. Die haben es dann auch ins Spiel gefunden. Das fand ich besonders schön. Spielerisch und inszenatorisch fährt Risen 2 deutlich mehr auf als alle bisherigen Spiele des Studios. In Gefechten werfen wir Sand auf die Feinde oder beenden einfach mit der Pistole einen Nahkampf. Das war tatsächlich immer ein cooles Gimmick, ne? Womit man Kämpfe beenden konnte. Ja, also ich habe Risen 2 tatsächlich nur zweimal durchgespielt und das war zu Bundeswehrzeiten. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Damals, aber nur, wenn man Risen 2 als in sich geschlossenes Spiel gesehen hat. Das war immer so das Ding davon. Ich muss gerade noch überlegen. Und damals hatte ich kein Internet, um Online-Spiele zu spielen, das weiß ich noch. Und mein Laptop war nicht gut genug, um bessere Spiele zu spielen. Und deswegen blieb es immer erstmal Risen 2, ja, bis ich es halt durch hatte. Zwischensequenzen tauchen deutlich häufiger auf und werten die Kampagne inszenatorisch erheblich auf. Der Gameplay-Kern rund um drei verschiedene Fraktionen bleibt trotz Neuausrichtung hingegen nach wie vor erhalten. Dafür bleibt Risen 2 in der ersten Hälfte des Spiels aber erstaunlich linear. Bislang erkundeten wir die Welten von Piranha Bytes nach eigenem Belieben. Zu starke Feinde oder fehlende Items waren die einzigen Stolpersteine. In Risen 2 klappern wir hingegen zunächst einmal sehr strikt bestimmte Inseln ab. Wir haben bei der Erkundung kaum Freiheiten, zumindest bis wir ein Schiff erhalten. Nur eine Sache, die fehlt: Schiffsfahrten. Die hatten uns gesagt, mach das Spiel mit dem geilsten Schiffskampf und das verkaufen wir dann als Unique Feature. Bevor Assassin's Creed. Und dann kam das und danach hat man die Publisher nicht mehr gesehen für ein halbes Jahr. Und dann hatten wir dann Salat, ne? Ja, weil sie es wahrscheinlich nicht abliefern konnten, ne? Aber wozu auch Schiffskampf so? Wussten die Publisher nicht, dass es ein kleines Entwicklerstudio ist? Was wollen die da mit Schiffskampf noch extra, ne? Ich kann mir schon den Marktvorteil vorstellen, den die sich da ausgemalt haben. Ja, dann haben wir das früher als Assassin's Creed und können damit Werbung ganz viele Kopien verkaufen und sonst wie, weil es zuvor noch nie gegeben hat. Aber wer mal mit gesundem Menschenverstand drüber nachdenkt, was will man denn mit so einem Scheiß in einem Gothic-Spiel? Wirklich. Ich meine, plötzlich kommt da Piraten drin vor. Und also Gothic-Spiel, ne? Man weiß ja, Risen von den Gothic-Entwicklern. Und dürfen den Namen Gothic nicht mehr verwenden. Und dann kommt da irgendwas mit Piraten, Fluch der Karibik und Monkey Island und hast du nicht gesehen. Und das kannst du natürlich mit so einem Budget und mit so einer Teamgröße, das ist doch Quatsch, ne? Also dann haben wir uns dann auf die
Stärken, die wir hatten, dann konzentriert und überlegt hatten wir uns ja selbstverständlich. Ne? Mhm. Es gibt ja auch dieses Ultima Ascension oder so, da konntest du auch schon mit so einem kleinen Bötchen irgendwie quer durch die ganze Welt fahren und so. Da hatten wir uns auch genau angeguckt, wie das da gemacht wurde und so weiter. Das hatten wir alles, wollten wir alles machen, aber das hat dann nicht so wirklich funktioniert, weil es hat doch schon noch ein... Die haben es doch in Risen 3 noch mit eingebaut, ne? Schiffskampf. War doch direkt am Anfang vom Spiel, dass man da gegen irgendwelche Davy Jones-ähnlichen Viecher gekämpft hat. Wie im Spiel ist, ne? Ah, jetzt kommt's ja. Den großen Abschluss... Drücke eine beliebige Taste, um es zu beenden. Der Risen-Reihe markiert 2014 logischerweise Teil 3. Titan Lords setzt auf die gleichen Zutaten wie die Vorgänger, geht aber insgesamt zu sehr auf Nummer sicher. Ja, für mich war es auch der Nemesis, ne? Also mit Risen 3 wurde ich nie warm. Nie. Das hat nicht mal Elex 1 und 2 geschafft. Risen 3, ich habe es immer nur 3-5 Stunden gespielt und das insgesamt 4-mal, wenn nicht gar 5-mal und bin nie drüber hinausgekommen, wirklich. Ich habe mir noch ein paar Videos angeguckt, wie es dann später von der Story her ist, von anderen Let's Playern, aber hat mich nie überzeugt. Die Geschichte um die eigene verlorene Seele fesselt weniger, die NPCs wirken eher wie Karikaturen vergangener Piranha-Bytes-Figuren und richtige Gameplay-Highlights fehlen auch. Dafür sind nun endlich kleine, von Assassin's Creed 4 inspirierte Schiffskämpfe mit an Bord. Die Da muss er selber schon lachen. Toll. Die sind dank Magie, die im Vorgänger fehlte, noch abwechslungsreicher und... Vor allen Dingen Drachensnapper und da sieht das Vieh so aus. Ich bitte euch, haben die... Es ist schon HD. Ja gut, die Aufnahme ist so verpixelt. Die Verzahnungen von Quests wieder komplexer. Es gibt zwar auch viele belanglose Nebenmissionen, aber vor allem bei den Rekrutierungen zieht Piranha Bytes alle Register. Sogar so sehr, dass der Name Edward selbst heute noch einen eiskalten Schauer bei seinen Schöpfern auslöst. Das war schon sehr kompliziert. Ja, ich sag nur Edward, ja, denn Edward, den kann man entweder in Antigua dann direkt schon rekrutieren oder man lässt den links liegen, dann kommt er dann später, wenn man sich dann den Dämonenjägern dann anschließt, dann steht er direkt neben dir und wird dann zusammen mit dir aufgenommen und dann lernst du den erst kennen und dann musst du nochmal, also und da bist du über den Teich drüber weg oder nicht und also es war super kompliziert, ja, dieser Edward, das ist immer so ein geflügeltes Wort, ja, wenn ich sage, lass uns keinen Edward mehr bauen, ja, weil der so kompliziert war, weil der dann ständig irgendwie zu einem kam und konnte den ständig ablehnen und ja, dann eben nicht und doch und hin und her. Da bin ich ja froh, dass ich es nicht gespielt habe. Also nicht durchgespielt. Nach Risen 3 war für Piranha Bytes erneut eine Trilogie geschafft. Und ähnlich wie nach Gothic 3 machte sich im Studio eine gewisse Ermüdung breit. Während Titan Lords auf die Zielgerade ging, werkelte ein Teil des Teams deswegen schon an etwas völlig Neuem. Die Idee von Elex, die war einfach, lass uns was Frisches machen. Und alle Bereiche hatten dann auf einmal neue Möglichkeiten. Der Programmierbereich konnte sich neu ausprobieren. Mit der neuen Engine oder was? Oben der Content-Bereich konnte endlich mal so Hard Surfaces machen und Metallbauten und so ein Kram. Und in der Story konnten wir neue Geschichten erzählen und alle hatten Bock. Genau wie seinerzeit Risen hauchte Elex dem Studio neues Leben ein und begeisterte nicht nur das Entwicklerteam, sondern auch die Spieler. Elex kombinierte die Freiheiten und die Größe eines Gothic 3 mit den komplexen Quests und einer sauberen Umsetzung der Risen-Reihe. Insbesondere Risen 3 war mit zwei Mechaniken schon eine Art Testballon für Elex. Also das, da haben wir ein paar Sachen auch. Muss ich aber recht geben, Elex 1 war gar nicht so schlecht. Ne? Es ließ sich gut spielen. Ich hatte es auch fast durchgespielt, nur ab einem gewissen Punkt wurde das Spiel halt unglaublich zäh und da hat man dann die große Schwäche gemerkt, am Ende nur noch Gegner einem entgegenzuwerfen, diese Konverter abzuschalten. Ich glaube, so hießen die Dinger, ne? Und also ein Mist, da dachte ich mir dann, ja, wozu spiele ich das eigentlich noch? Aber der Anfang war sehr geglückt, auch mit Duras da durch die Welt zu ziehen, sich die Postapokalypse so ein bisschen reinzuziehen und die neuen Gilden. Und die Bedrohung der Alps und alles, da hat man sich auch so ein bisschen gefragt, okay, was sind die Alps und. Bis man dann erstmalig gegen die gekämpft hat und da dachte man sich auch so, ja, okay. Hm. Gut, aber an und für sich, fürs Erkunden war es ein super Spiel, fand ich. Ausprobieren? Aber nur dafür. Bei Risen 3, wie wir dann nachher bei Elex tatsächlich dann noch richtig angegangen sind. Und das mit der Seele ist auf jeden Fall eins dieser Sachen. Papageienflug kann man ja, sag ich mal, wenn man irgendwo von oben, dann kann man so runterschweben, aber man kann eben nicht Gas geben. Und dieses, man kann Gas geben und richtig echt fliegen, das haben wir dann bei Elex ausprobiert. Und genauso
ist das auch mit der Seele passiert, ja. Die Seelenmechanik aus Risen 3 ist in Elix zur Kälte geworden. Anders als in Risen 3 macht sich der Wert hier aber stärker bemerkbar, etwa durch neue Questoptionen oder veränderte Statuswerte. Dank des Jetpacks erkunden wir eine Piranha-Bytes-Welt so angenehm wie nie. Zudem überzeugt erneut das Talent des Studios, eine natürlich wirkende Spielwelt zu erschaffen. Points of Interests locken, Feinde wollen geplättet werden und Industrieüberbleibsel locken mit versteckten Items. Moment, Industrie? Yep, denn Elex mischt sein Setting verdammt wild. Das Rollenspiel kombiniert Endzeit mit Science-Fiction und Fantasy. Ich hatte mir überlegt, so welches große Rollenspiel, in welchem Setting kommt jetzt als nächstes raus? Und dann bin ich rumgelaufen, habe Leute gefragt, sag mir mal das, ein cooles Fantasy-Rollenspiel. Sag mir mal ein cooles... Alle haben Gothic 2 gesagt oder Gothic 1. Das Endzeit-Postapokalypse-Rollenspiel. Sag mir mal eins, ja, in der Zukunft. Und da kamen immer so einige wenige Namen wie Witcher, Mass Effect und Fallout drin vor, ja. Und das heißt, wenn wir jetzt uns mit einem von diesen Settings beschäftigt hätten, dann hätten wir uns immer direkt mit dem jeweiligen Konkurrenten anlegen müssen. Und ja, dann packen wir doch alles einfach rein und machen ein Hybrid-Setting. Dann haben wir dieses Problem zumindest nicht mehr. Ist mal schön zu hören, wie die überhaupt auf die Idee kamen und warum, dass da so ein Konkurrenzdenken bestanden hat. Ja, ist ja natürlich klar, ne? Wie will ein Piranha Bytes Studio gegen einen Fallout konkurrieren, wenn es ja bisher nur sowas wie Gothic gemacht hat und in, ja, ich sag mal, Rollenspielen-Erfahrung hatte, aber nicht etwa in Endzeitspielen oder. Und dann halt so ein bisschen die Gothic-Note mit rein wirken zu lassen, indem man so Fantasy-Settings hat, aber in der Postapokalypse. An sich ist es nicht dumm. Ich sag's mal so, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, die hätten irgendwie ein Gothic 4 gemacht oder so. Star Wars war da so ein bisschen Vorbild, ja. Zu sagen, lass uns das noch ein bisschen machen wie die. Die sind auch irgendwie eigentlich ein Märchen, aber ein modernes Märchen mit Anteilen von allen möglichen Dingen, mit Magie, mit Waffen, mit Rüstungen, mit schwachen und starken Leuten, und das funktioniert tatsächlich. Die Sci-Fi-Einflüsse bedeuten auch, dass Elix erstmals richtiges Shooter-Gameplay in einem Piranha-Bytes-Spiel erlaubt. Und dieses Shooter-Gameplay war schrecklich, fand ich. Das war wirklich schrecklich. Also ich meine, Feuerbälle werfen ist jetzt eine Sache und zu casten, aber dann mit den Waffen raus und mit Laserknarren draufschießen, das hat es mir kaputt gemacht so ein bisschen. Es hat es auch sehr einfach gemacht. Aber auch Elix hat mit einer nicht mehr zeitgemäßen Grafik und immer noch steifen Animationen zu kämpfen. Auch das Kampfsystem fühlt sich inzwischen hoffnungslos veraltet an. Schließlich zeigen zahlreiche Souls-Spiele, wie das deutlich besser geht. Was für ein Cut. Ja, das mit dem Parryen hat so nicht so geklappt in der Cutscene. Vor allem die Und jetzt kommen wir zu unser aller Lieblingsspiel, Elex 2. Technischen Mängel bleiben auch im Nachfolger Elex 2 erhalten. Das Spiel sieht zum Release schlicht veraltet aus und läuft dann nicht einmal durchgehend flüssig. Ärgerlich. Genau wie erneut die hakeligen Animationen. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte es ja letzt gestreamt, weil wir das uns zusammen reinziehen wollten und ich wollte es durchspielen. Und konstant hatte ich den Bug, dass es nicht fertig laden wollte. Ich wollte einen Spielstand laden, das ist immer bei 60% hängen geblieben und das für 10 Minuten, 20 Minuten. Und dann ist auch immer gefreezed und so, dass der ganze Computer eingefroren ist. Da dachte ich mir, oh naja, 10 Dank. Und ein paar sehr merkwürdige Änderungen beim Kameraverhalten, die nie komplett repariert wurden. Immerhin, viele andere technische Probleme behebt Piranha Bytes nach Release in diversen Patches. Außerdem baut Elix 2 viele Stärken des Vorgängers aus. Das Jetpack ermöglicht nun richtiges Fliegen, statt nur vertikal zu schweben. Es gibt diese... Ja, für 3 Sekunden. ...ist mal ganze 5 Fraktionen, auch wenn 2 davon eher Nebengruppen bleiben. Oh Gott, der nervigste Charakter in Elix 2. Und die Quests sind noch verzahnter und komplexer als in Teil 1. Zu unserem Leidwesen. Also die Quests waren echt, die haben sämtliche Vögel am Himmel abgeschossen, dass es gar keine Vögel mehr gab, wirklich. Immer wenn ihr morgens das Fenster geöffnet habt und es kam euch ein schöner Vogelgesang entgegen, in Elex 2 gab es keine Vögel mehr. Vor allem aufs Jetpack sind die Macher auch heute noch stolz. Wir fingen an bei Risen 1 mit diesen... Das Jetpack kann man erst im absoluten Endgame nutzen, wenn man wirklich alle Jetpack-Ladungen gefunden hat, und dann fliegt man da, ja. Und ich glaube, auch erst mit Abschluss der Endquest hat mir ein Zuschauer gesteckt,
konnte man dann richtig, richtig fliegen und nicht nur immer 3 Sekunden. Orbs, wo man halt schweben konnte, runterschweben, ja, dann über den Papageienflug dann tatsächlich bis hin zum tatsächlichen... Ich merke schon, der hat sich hart am Papageienflug aufgehangen. Jetpack bei Elex 1, wo du dann so Abhänge oder Klüfte überschreiten konntest, bis hin zum richtigen Fliegen. Und das haben wir dann tatsächlich eingebaut. Das fand ich schon ziemlich cool, ja. Und dass das funktioniert hat, da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, weil ich von fast... Die Szene wurde genau da gecuttet, weil die Jetpack-Ladung dann alle war und der Safe den Absprung nicht mehr geschafft hat, ich sag's euch. Allen gehört habt, du bist doch bekloppt, das funktioniert doch nicht. Doch das alles reichte nicht. Elex 2 ging mutmaßlich im Schatten von Elden Ring komplett unter und konnte nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Das zusammen mit einem... Das lag aber nicht nur an Elden Ring. Wäre Elex 2 der absolute Kracher geworden... hätte es mit Elden Ring konkurrieren können, weil die Grundfanbase war ja da. Ja gut, Elden Ring ist ja schon wirklich eine Hausnummer, ne? Konkurrieren wäre da zu weit gefasst. Ich nehme das zurück. Aber es hätte trotzdem einen Teil vom Markt schon inhalieren können. Wäre es ein geiles, geiles Spiel geworden. Ist es nur leider nicht. Ich meine, jeder war entsetzt, wie die Gesichter aussehen. Und wenn man schon von der Hülle komplett abgeschreckt ist, wie soll dann der restliche Inhalt noch werden? Rauchelnden Publisher sorgte letztlich dafür, dass Piranha Bytes, wie wir es kennen, seine Pforten schließen musste. Das lag nicht an Elden Ring, jetzt wollen sie es auf dem Markt. Ich finde das so schrecklich, wirklich, so, so schrecklich, dass man das so versucht abzustreiten. Denn natürlich werden vom Markt Spiele aufgefressen, beziehungsweise Spieleentwickler, ja. Und dem Markt ging es ja eine lange Zeit gut. Und dass dann irgendwann... Der Markt sich auch selber wieder reguliert, weil es kann nicht nur Gewinner geben, sondern dass auch die, die jetzt keine Performance mehr zeigen oder so viel Erträge erbringen, dann konsolidiert werden, aufgefressen werden und. Das ist auch klar, so funktioniert nun mal eine Marktwirtschaft. So. Und ich meine, man verbrennt auch nicht sein bestes Pferd. Das tut ein Publisher auch nicht. Ich glaube, ohne Embracer wäre es nicht mal zu Elex 2 gekommen, schätze ich mal. Das ist es ja noch dazu. Ich meine, mit absoluter Sicherheit kann ich das nicht sagen. Das will ich euch gleich sagen. Ja, das ist jetzt kein geschriebenes Gesetz oder sowas. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Piranha Bytes sehr, sehr viele Freiheiten dadurch hatten, dass sie unter der Embracer Group standen. Und die den haben viel durchgehen lassen und auch viel Freiheit gegeben haben. Ja, und ganz einfach ausgedrückt. Und das war's. Die letzte Trilogie bleibt unvollendet. Ein Elex 3 war zwar geplant, wird nach dem Studio aus aber nie das Licht der Welt erblicken. Die Mitarbeiter verteilen sich auf andere Studios. Jenny und Björn werkeln mit ihrem Indie-Studio bereits an einem neuen Spiel. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die beiden, die mit Anekdoten und Hintergründen ausgeholfen haben. So, Video ist vorbei. Abschließend will ich nochmal sagen, ja, danke an die beiden. Gab nochmal schöne Einblicke an Gothic 1 und 2 und auch 3. Bei Risen haben sie es ein bisschen abgekürzt, hatte ich so das Gefühl. Und dann bei Elex wurden sie wieder ein bisschen ausschweifend, um zu erklären, woran es gelegen hat. Ja, also wie gesagt, um nicht nur die Marktgeschichte zu nennen. Klar, es wurden manche Entwicklerstudios aufgefressen. Aber ich finde, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wer auch sagen könnte, es hat nicht geklappt, war die Community. Unter vielen Berichterstattern, wenn man jetzt nicht unbedingt die Videos von Pithead Studio nimmt, kann man sehen, dass sich die Community sehr negativ drüber geäußert hat, über entweder die neueste Leitung von dem ehemaligen Piranha Bytes Studio, als auch, ja, was mit Elex los war. Ne? Und darauf, oder mit diesen Argumenten, Kommentaren und, kann man sich ja auch so ein bisschen was aufbauen. Okay, wie haben die Fans das überhaupt aufgenommen? Und man sieht da ganz deutlich, ja, die Kommentare waren da deutlich, deutlich negativer als bei den anderen Spielen. Und das kann natürlich auch ein guter Grund sein, warum das alles vor die Wand gefahren wurde. Ja, weil der Endkonsument war nicht mehr befriedigt. So. Ja, ich bin gespannt auf die neuen Spiele, die sie jetzt am Ende jetzt noch angekündigt haben. Ich hoffe, die wirken, die werden toll. Ich hoffe, es wurde aus etwaigen Fehlern, die man gemacht hat, gelernt.
Ich bin froh, dass es kein Elex 3 gab, weil dann hätte man es eventuell da noch besiegelt. Ich weiß nicht, hätte man noch mal auf der alten Engine was aufgebaut. Das wäre noch eine größere Katastrophe eventuell geworden, denke ich. Ja, aber ich bin gespannt. Also, wie gesagt, guckt euch deren Kanal an und was sie so berichten. Die machen, glaube ich, wöchentlich ein Video. Und danke nochmal an GameStar für das Video. Ich werde das Originalvideo nochmal verlinken. Da könnt ihr da nochmal ein Like da lassen. Und dann würde ich einfach sagen, wenn euch das interessiert mit Reactions und allem und auch Gothic-Content, könnt ihr auch gerne meinen Kanal folgen, Likes da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht runterziehen und tschüss.